So, halli, hallöche Leute, willkommen zurück zu Let's Play Die Sims, das Spiel, im Part Nummer 8 oder 9, irgendwie so um den Dreh. Ich glaube, wir waren noch nicht über 10 draus. Auf jeden Fall im letzten Part haben wir den Donutmann besiegt und... Das tun sie auch, glaube ich. Gut, das lassen wir Lisa mal ein Problem, Lisa-Problem sein. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zu den Delfinen, glaube ich. Das ist, glaube ich, das nächste Kapitel. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Harr, nachdem dieser komische Strahl sie getroffen hatte, haben die Delfine angefangen, die Menschen anzugreifen. Ich wollte mich wehren, aber ich habe nur noch Flossen und Blaslöcher gesehen. Harr, oh, Captain, es tut mir so leid. Hör dir dein dämliches Mitleid. Oh, jetzt schreie ich schon ein kleines Mädchen an. Ich setze mich lieber in den Wagen. Warten Sie einen Moment, Sie müssen uns helfen, diese Bande von fischfressenden Publikumslieblingen aufzuhalten. Einverstanden. Da draußen im Wasser ist eine Luke, und zwar hinter dem Meerespark. Wir treffen uns da und schlagen diese Invasion von räudigen Delfinen zurück. Jarrhaar! Okay, alles klar. Warum er uns jetzt nicht mitgenommen hat, ich weiß es nicht. Oh. Wir können sie tatsächlich angreifen. Kann ich sie verwirren? Ja, ich kann sie verwirren. Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt bin ich gespannt. Was muss ich denn machen? Muss ich die jetzt alle besiegen, oder? Also, die Delfine sind halt jetzt böse und können halt am Land scheinbar leben. So. Kann man die... Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen muss. Auf jeden Fall, da ist eine Box. Okay, da kann ich mit Bart was machen. Jetzt schauen wir doch mal, was wir mit Bart da machen können. Ah, das ist Munition. Ach so. Ach so, das ist... Das ist ein bisschen Munition. Geht alle weg. So, weg mit euch. Weg mit euch. Kann ich die zurücksteigen oder was muss ich jetzt machen? Auf jeden Fall habe ich sie scheinbar besiegt. Das ist sehr, sehr gut. Okay. Okay, so können wir die Plattform runterkriegen. Alles klar. Und dann kommen wir hier wieder. Okay, das ist also ganz easy. Ganz easy gemacht. Okay, da brauche ich wieder Lisa. Lisa, hast du es rüber geschafft? Wir lassen Lisa mal eben machen. Ich habe keine Lust, da wieder wie beim letzten Part oder vorletzten Part bei diesen Röhren, wenn ihr euch erinnert. Ist das eine Cutscene jetzt oder kann ich... Na, ich... okay, sie wollten mir was zeigen. Das heißt, ich muss da oben jetzt hin. Okay. Okay. Was kann ich denn hier jetzt bewegen? Ich kann die bewegen. Wo kann ich die hinpacken? Hier oben drauf? Nein. Doch. Doch, hier oben drauf. Okay. Und da muss ich... Nein! Komm her. Die muss ich jetzt hier fallen lassen, oder? Ah! Ah! Ah, okay. So muss ich das also machen. Und das war's auch schon. Alles klar. Alles klärchen. Gut, was haben wir hier hinten noch? Da kommen wir nicht weiter. Da ist ein Hotdog. So. Komm ich denn an die Malibu Stacy-Karte vielleicht so ran? Nicht, scheinbar nicht. Wusstest du nicht, dass man immer erst in der Fortsetzung schwimmen kann? Eine Fortsetzung von diesem Spiel? Ich glaube nicht, dass es die gibt. Es gibt ja nur noch, von Sims, es gab es hinterher nur Handyspiele, soweit ich weiß. Also von dem Spiel gibt es ja keine Fortsetzung leider. Naja, leider ist, sehr in Anführungszeichen gesetzt. Ich meine, grandios ist das Spiel jetzt nicht unbedingt. Wie ich das ja schon mal ein paar angemerkt habe. Wir hatten, es ist so, dass, klar, die Sims-Lizenz da ist und deswegen hat sich das Spiel wahrscheinlich auch verkauft. Das ist jetzt nicht von so grandioser Qualität. Klar, es gibt ein paar nette Gags, ja. Oh, was? Ah, okay, hier kommt wieder... Okay, da machen wir, glaube ich, lieber mit Bart. Da machen wir lieber mit Bart. Das war letztes Mal auch schon leichter. Leichter mit Bart. So, weg mit euch. Du auch. Komm schon. Geh weg. Was ist das eigentlich, was ich da werfe? Ist das Thunfisch, was Bart da kriegt? Also das hier, die Munition. Ist das Thunfisch? Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall eine Plastikkarte.
Die darf da gerne bleiben. Also ich brauche... Ich habe keine Lust, die zu sammeln, muss ich gestehen. Aber noch eine Munition. Sehr nett. Also ich habe überhaupt keine Lust, die zu sammeln. Das macht überhaupt keinen Spaß. Geht weg. So. Keine Ahnung, ob ich die jetzt besiegt habe. Und das in dieser Karte. Also bisher ist das Level verdammt angenehm. Ich meine, wir haben hier keine großen Levelpassagen, die halt sehr nervig sind. Okay, was ist das jetzt? Okay. Keine Ahnung, was das ist. Achso, der wirft irgendwas. Der wirft scheinbar irgendwas. Der wirft scheinbar irgendwas. So. Sie sind schlauer als ich. Nein, das glaube ich nicht, Lisa. Ich renne zumindest nicht da rein. Ich hätte die an deiner Stelle erstmal gestunt. Ich meine, du hast die blöde Fähigkeit. Du hast die Fähigkeit schließlich. So, weg mit dir. So, dann haben wir einen schon mal wieder besiegt. So. Was mache ich? Was muss ich jetzt noch machen? Wahrscheinlich muss ich einfach nur die Tür aufkriegen, wa? Den muss ich doch gar nicht tun, oder? Lass mal die. Okay, da hinten sind noch mehr. Okay, den nervigen habe ich schon mal besiegt. Du solltest eigentlich auch damit... Jawoll! Grandios. Okay, damit haben wir es geschafft. Oh nein, der König! Oder so. Was ist der? Nein, nicht der Fischer. Ich sah eine Serie nicht immer Captain oder so. Oh. Tja, damit wären wir wieder bei den sehr nervigen. Ah, komm schon. Bei den sehr nervigen Jump One Passagen. Gut, dann würde ich eventuell erstmal drehen so. Die ich überhaupt nicht gerne habe. So, hopp. Und dann können wir da unten scheinbar irgendwie rein. Alles klar, dann machen wir das doch mal. So, wo kommen wir da raus? Das ist die große Frage. Ist das schon... Oh nein, dieser Level ist lehrreich. Ich bin dran. Okay, er ist... Dieser Level ist lehrreich, alles klar. Was muss ich hier machen? Okay, ich muss scheinbar... Achso. Keine Ahnung. Also ich kann die hier scheinbar reinschmeißen. Okay. Was ich wahrscheinlich scheinbar auch tun muss. Keine Ahnung. Leute! Also ich kann die scheinbar auch hier besiegen ein bisschen. Nein, Bart! Nein! Komm! Danke! Noch fünfmal treffen! Yay! So, kann ich die... Kann die scheinbar... Scheinbar so ein bisschen so besiegen. Warum sind doch... Das sind sehr viele, nicht? Ich verstehe auch diese Hand irgendwie nicht so richtig. Also es ist jetzt keine nach unten gehende Attacke. So, geh bitte weg. Ah, hier ist auch noch einer. Kann ich die auch wegnehmen? Nein, die kann ich nicht. Die kann ich nicht wegnehmen. Interessant. Ah, muss ich die vielleicht auf die andere Seite packen? Na, da komme ich gar nicht ran. Oh nein. Ich bin weg mit euch. Bart, hilf, ich helf dir. Bruder. Weg mit dir. Weg mit dir. Und... Ah, das sind auch... Ich habe so das Gefühl, dass das gar nichts bringt, was ich da gerade mache. Irgendwie so das starke Gefühl, dass die immer wieder kommen werden. Oder kann ich die... Also die sind ja auf der anderen Seite ja auch irgendwie.
vielleicht rankomme? Ich probier's mal. Ich schau mir das mal eben an. So, was? Ich brauch dich mal eben. Ah, da. Ich hab einen kleinen Jump-One-Passage da scheinbar, wa? So, was ist das denn? Ich guck mir das mal eben an. Ich muss hier ran, du Arsch! So, weg mit euch. Jetzt sollte ich das eigentlich... Nein, da ist noch einer! Das ist derselbe. Alter! Nein! Bart! Bart, tut mir leid! Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. So, bitte alle... Alle nicht irgendwie verwirrt. Schnell! Lisa! Lisa! Komm schon. Danke. Dass das auch immer jetzt... Ah, okay. Damit kann ich die scheinbar stoppen. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. So, dann bin ich jetzt wahrscheinlich schon viel zu spät damit, aber wir probieren es mal auf der anderen Seite auch nochmal. Wenn ich die damit stoppen kann, ist das gut. Und da hinten komme ich mit Bart scheinbar irgendwie ran. Ja, das ist... So, wenn sie nämlich einmal in der Animation sind, dann können sie... Dann hört das nämlich auf mit dem Spawn scheinbar. Wahrscheinlich. Okay, hier kann ich das nicht. Okay, das heißt, wir müssen da irgendwie nach oben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich Bart brauche. Wir haben ja eine Zielscheibe auch gesehen. Dann mache ich das auch mal mit Bart. So, muss ich mich aber ein bisschen beeilen, weil wir sehen, dass die uns auch weiterhin anschießen. Okay. Da ist eine Kletterpassage. Ist gut, denke ich. Das ist sehr gut. Oder? Wir probieren es mal da hinten drauf zu kommen. Ich meine, da war ja eine Schusssequenz, haben wir ja gesehen. Achso, das ist nur für die Karte. Na gut. Aua! Das ist so nervig. Ich will auch die ganze Zeit schütteln, weil ich das ja von Skyward Sword ein bisschen kenne. Ja, das hat er gerade anvisiert. So. Sehr schön. Was müsst ihr machen? Da oben kann ich noch mit Lisa was machen. Ah. Da irgendwie muss auch irgendwie die beiden Bubbles, die ich habe, platzieren scheinbar. Also sonst komme ich da oben ja nicht ran. Oder? Ja, da oben komme ich nicht mit der Enthaben komme ich da nicht ran. Dann schau ich da mal, es ist ja da oben. Ah, ich verstehe vielleicht. Moment, dann probieren wir es nochmal aus. Ja, okay. Gut, das ist klar. Wo ist der zweite? Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es auf jeden Fall verstanden. Ich denke mal, dass wir den zweiten auch da irgendwo hinpacken müssen. Dahin. So, perfekt. Und Lisa, brech ab. So, wir müssen Lisa dann nämlich hoch buxieren. Das haben wir ja gesehen, dass da die Buddha-Statue wohl ist. Aua. Ist halt nur die Frage, wie ich da hochkomme, ne? Nicht da so? Ja, ich komme da so. Boink, boink, okay. Okay. Und dann können wir hier irgendwas machen. Was auch immer ich da machen kann. Da ist noch so ein Teil. Warum ist er denn wieder nach oben gekommen? Heißt das etwas, was ich mit, Ah! Ach so! Ah, okay, dann müssen wir den nämlich... Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe das Rätsel. Oh nein, Bart. Ich brauche mir gleich noch Bart. Kumpel, nicht sterben! Okay,
Und wieder zurück. Gut, dann machen wir das nochmal mit Bart. Ich hoffe doch. Wohin komme ich da ran? Achso, da hinten. Ah, okay. Danke, Bart. Danke dafür. Bitte schön, Bart. Kann ich das auch von hier treffen vielleicht? Ja, geht. So, weg mit dir. Ja, ich hatte heute viel Spaß, Kinder. Wisst ihr, so lange tauche ich in der Serie sonst nie auf. Sagte ich Serie? Ich meinte natürlich in eurem Leben. Sie haben unseren Plan vereitelt. Deshalb wollen wir Rache. Rache! Vergeltung! Rache! Wir müssen es ihnen heimzahlen. Die Mini-Frühlingsrollen sind fertig. Frühlingsrollen! Sehr schmackhaft! Heiß! Rache! Mit Leckerdipp! Frühlingsrollen! Rache! 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 Frühlingsrollen! Okay, das war tatsächlich schon das Level. Ach, sehr schön. Cool. Sehr gut. Es wird gespeichert, ja. Geile Sache, Mann. War schon kurz. Ich bin jetzt natürlich sehr skeptisch, weil ich weiß, im Spiel war das ja Space Invaders. Also das war auch ein relativ kurzes Level. Also wenn das auch so 10 Minuten ist, könnte ich das halt noch in einem Part kriegen. Aber ich glaube, ich mache das lieber im nächsten Part. Vielleicht mir das auch. Ach komm, wir gehen da jetzt einfach rein. Wenn das länger als 10 Minuten dauert, habe ich ein Problem. Egal, wir gehen da jetzt rein. Ich bin gespannt. Ja, Leute, es ist nichts passiert. Ich habe die Katze mir nur kurz angeguckt. Also, es ist tatsächlich ein größeres Level. Das heißt, ich mache das im nächsten Part ganz einfach. Ich hatte das jetzt einfach ein bisschen geschickt dran, dass ihr die Katze nicht sieht und dass das im nächsten Part dann ganz normal losgeht, das Level. Machen wir es einfach so. Halt die Klappe, Lisa. Bitte halt einfach die Klappe. Ja gut, Leute, ich würde sagen, das wäre der Part für heute gewesen von Die Simpsons, das Spiel. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst bald wieder. Ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten. Und lasst es mich in den Kommentaren wissen, wie der Part euch gefallen hat. Ich muss unbedingt mal mich darum kümmern, dass ich eine vernünftige Verabschiedung bekomme, die nicht so tausendtakelig klingt. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ja, Leute, es war mir wieder eine Ehre, euch unterhalten haben zu dürfen. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder. Bis dann und bye bye.